Wenn ich jetzt also eine Strecke konstruieren will, die genau die Länge von Wurzel aus 15 hat, natürlich kann ich mir das ausrechnen. Wurzel aus 15, dann kommt sowas raus, 3,87298334462. Weil sowas kann ich natürlich nicht zeichnen, aber ich kann es konstruieren. Und dann nehme ich mir zum Beispiel her den Kathetensatz. Weil da steht, a Quadrat ist c mal p. Das heißt, ich suche mir jetzt irgendwas aus, was 15 ergibt. Ja? 15 zum Quadrat, da verschwindet die Wurzel, ist, was nehmen wir da, die Seite c, 5 mal 3. Das kann ich tatsächlich, ich kann auch 7,5 mal 2 mir aussuchen, das ist ganz egal. Und dann zeichnen wir jetzt mal. 5 und 3. Dann nehme ich mir jetzt den Thaleskreis zu Hilfe. Mach genau bei dem Abschnitt P da die Höhe. Erhalte dann ein rechtwinkliges Dreieck und weiß ganz genau, das ist die Seite A und die hat die Länge genau von Wurzel aus 15. So einfach geht es.